Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T. Hallo ihr Lieben. Ja, der ein oder andere von euch, der regelmäßig meinen Kanal schaut, der hat bestimmt schon mitbekommen, dass sich mein Berufsbild ein bisschen ändert. Das heißt nicht, dass ich nicht mehr als Personal Trainer arbeite, das heißt nicht, dass ich nicht mehr in der Ernährungsberatung tätig bin, aber ich ergänze mich gerade. Ich mache meine Werkzeugkiste voll mit einem super genialen Werkzeug. Und dieses Werkzeug ist eine Mischung aus Resilienztrainer, Burnout-Prävention, Motivationstrainer und emotiv-kognitive Verhaltenstherapie. So, das haben wir jetzt mal. So, und da fragt sich der ein oder andere, warum kommt ausgerechnet Mr. T dazu Infos zu liefern? Tja, das ist natürlich ein etwas längerer Hintergrund, den ich euch sicherlich noch detailliert in einem Video mitteilen werde. Dieses Video ist gerade in Arbeit. Das gibt aber so ein bisschen was Emotionales, da bin ich noch am Arbeiten. Da muss ich eben auch mal einen richtigen Zeitpunkt finden, auch entsprechend diese Infos rauszugeben, aus dem einfachen Grund. Das sind so Dinge, die sehr stark in meine Privatsphäre gehen. Und ja, da heißt es natürlich auch entsprechende Zeitpunkte abwarten, wo mir emotional das Ganze reinläuft. Und dann produziere ich da einen sehr, sehr, sehr schönen Video, den ich euch auch präsentieren werde. Gut, jetzt, lange Rede, kurzer Sinn. Warum? Weshalb? Ganz einfach, Freunde, ich schreibe es euch auf. Also für mich ein faszinierendes Thema, das auch in letzter Zeit immer häufiger in den Medien zu hören ist. Und ganz wichtig, ihr hört es auch bei dem einen oder anderen in eurem Bekanntenkreis. Also es handelt sich um ein Krankheitsbild, das in den letzten Jahren, vor allem seit 2004 wird es erst näher erforscht, intensiv erforscht, eine stetige Zuwachsrate hat. Und was ist es? Der ein oder andere hat es vielleicht schon erraten, es fängt mit D an. So, Burn, ihr habt es schon gedacht, einige von euch. So, ich mache es ein bisschen schöner, Burn. Oh, Freunde, es dreht sich jetzt bei den nächsten Videos, die ich produziere. Das ist heute der Einstiegsvideo, insgesamt kommen dann 10. Da geht es um das Thema Burnout. Ja, jetzt ist natürlich für einen oder anderen von euch die Frage, wie komme ich dazu? Ich komme einfach dazu, weil ich mit diesem Thema 2014 selbst konfrontiert war, sozusagen massiv konfrontiert war, und ich natürlich in den letzten knapp 30 Jahren sehr, sehr viel dazu gelernt habe, in Form von Büchern, viele Bücher, in Form von eigener Erfahrung, ja, in Form von meinem Trainerschein, den ich gerade noch mache und einen Teil schon absolviert habe. Da habe ich mir meine Informationen geholt, meine Erfahrung gesammelt. Und genau diese Erfahrung möchte ich an euch weitergeben. Warum? Warum möchte ich das als Personaltrainer? Das ist ganz einfach. Ich stelle immer wieder fest, dass zu mir Kunden kommen, in die Ernährungs- und Trainingsberatung. So, und die haben einen Wunsch, sich zu ändern. Und ganz oft im Gespräch, während des Beratungsgespräches, entdecke ich dann so gewisse Faktoren. Und diese Faktoren kenne ich von mir und natürlich auch von Kunden, die ich schon länger habe. Und da stelle ich fest, dass diese Leute tatsächlich Burnout ausgebrannt sind. Die haben zwar mitbekommen, okay, ich kann eigentlich durch Ernährung, durch Fortsport, durch gezielten Fitnesssport, kann ich da was dagegen machen. Ich kann dagegen arbeiten. Gut, das ist auch völlig legitim und völlig richtig so. Aber, jetzt kommt das Aber, in vielen Fällen steckt beim Burnout natürlich bei denjenigen, der kommt, auch ein gewisser Perfektionismus dahinter. Das ist immer so ein mit einem Fundament perfektionistisches Verhalten. So, jetzt kommen die und jetzt wollen die natürlich einen Trainingsernährungsplan, dann wollen die natürlich innerhalb von relativ kurzer Zeit ihren Burnout in den Griff kriegen und ihren angehenden Burnout, manchmal ist es auch erst ein angehender Burnout, in den Griff kriegen. Es wird sofort wieder alles Mögliche versucht zu perfektionieren. So, das ist mit ein Grund, warum ich dieses Paket mit ins Programm nehme. Dazu ist es so, dass ich natürlich immer mehr Menschen kennenlerne, bedingt natürlich durch mein Social-Media-Verhalten. Die kriegen da mit, was ich so mache.
Und da habe ich jetzt auch schon in den letzten 6 Wochen einige meiner Kunden mit echt richtig guten Gesprächen weiterhelfen können. Habe auch ein tolles Feedback bekommen von denen. Und deswegen stehe ich heute hier und möchte für euch diese Videos liefern. Für mich ganz wertvolle Infos, die ich zusammengesammelt habe aus eigener Erfahrung mit meinen Kunden. Und die möchte ich unbedingt euch loswerden. Warum? Ich sage es euch warum. Wie gesagt, 2014 hatte ich damit zu tun, sehr stark. Und meine Aussage, meine innerliche Aussage war immer, diese Art und Weise von einer, ich nenne es jetzt einfach mal Krankheit, wünsche ich niemandem. Ich war mein schlimmsten Feind. Warum? Wenn ihr eine Wunde habt am Arm, wenn ihr den Arm gebrochen habt, wenn ihr, was weiß ich, was für Schmerzen immer, kann man das ein Stück weit immer gut behandeln. Aber wenn so eine psychische Sache, wenn der Gehirnstoffwechsel mal aus dem Ruder gerät, dann wird es echt verdammt schwer, das wieder zu handeln. Ich würde jetzt mal fest und stark behaupten, ich bin ein sehr, sehr disziplinierter Mensch. Und ich kann euch sagen, das hat mich alle meine Kraft gekostet. Über ein Jahr lang hat mich das alle meine Kraft gekostet, das wieder einigermaßen zu handeln, das wieder einigermaßen die Spur zu bekommen. Und genau aus diesem Grund hat dieser Video heute, dieses Einstiegsvideo, für mich eine ganz, ganz hohe Wertigkeit. Weil ich diese Informationen weitergeben möchte. Ich möchte präventiv arbeiten, das heißt präventive Maßnahmen für euch, präventive Infos für euch, dass ihr erst gar nicht in diesen Bereich kommt, zu sagen, ich habe einen Burnout. Deswegen ist alles, was wir im Leben tun, hat auch ein Stück, also gesunde Dinge, die wir tun, sollen eben auch ein Stückchen präventiv sein, vorbeugend. Also, das war's, das war der Einstieg, Freunde. Ich bin kein Arzt. Also, falls ihr in den folgenden Videos das ein oder andere entdecken solltet, an euch, vielleicht so ganz viele Dinge in euch entdecken solltet, und ihr vielleicht schon sogar mitten in einem Burnout steckt, also hier geht es um Burnout-Prävention, vorbeugend, wenn ihr also schon mittendrin steckt, und ihr es feststellt, dann kann ich euch nur empfehlen, geht zum Spezialisten, geht zum Fachmann, zum Mediziner, der in dem Bereich sich spezialisiert hat und lasst euch beraten. Und da ist es ganz wichtig, eine Grundberatung, die chemische Keule in den schwierigsten Fällen eventuell, aber nur eventuell, in den meisten Fällen sind ganz andere Faktoren wichtig. Und auf diese Faktoren werde ich jetzt in den kommenden 10 Videos eingehen. Freunde, jetzt heißt es aufmerksam sein, weil das sind echt hochinteressante Infos. In Kürze folgt Teil 1. Bis dahin, macht's gut.